Ach ja. So, 5 Eiselfen. Mir nach. Also komm, bis jetzt hatten die Was ist euer Begehr? Jagdhäuser immer Ich eile. Einfluss bis Wie ihr wünscht. Ultimo und jetzt wollen die drei nicht jagen gehen? Ich meine, hier hinten sind noch zwei Schweine, zwei lebendige. Hätte ich da weiter hinten bauen müssen? Egal. Bereit und los. Mir nach. Hauptsache, wir kriegen noch jetzt 1500 Nahrung zusammen. Ich höre. Befehlt. Hier, sofort. Und los. Da hole ich mir nämlich noch mal 5 Windschützinnen und 5 Eismagier. Vorwärts. Für die Freiheit. Wir müssen halten. Fort mit euch. Wir werden angegriffen. Wehrt euch, Schwestern. Oh ja, die Feuerelementare, die lassen sich verdammt gut einfrieren. Haben wahrscheinlich eine ziemlich hohe Eisschwäche. Sie kreisen uns ein! Ja? Sofort! Okay. Jägergilde. Da baut mir einfach auf der Seite nochmal eine hin. Ist mir egal. Was soll ich tun? Befehlt! Sofort. Schnell. So, das war hier oben. Folgt mir. Die Elementarknoten. Jetzt fehlt nur noch hier Kilo Prack mit seiner kleinen Truppe. Schnell. In die Schlacht. Vorsicht, Gegner. Geht weg. Wir werden angegriffen. Die Diener der Nacht sind hier. Ja. Die Feuerwände sind weg. Dadurch sollte ich, glaube ich, Spawner im Inneren des Schlunds aktiviert haben.
Nicht hier unten bei den Nestern bis jetzt. Ich gehe. Ist das euer Ernst? Da hinten sind so viele Wildschweine. Ich hätte wirklich weiter hinten bauen müssen, ne? Egal jetzt. Sind ja nur noch knapp 800 Nahrung, was fehlen. Mein Bogen rasch für die Rune. Was soll ich tun? Nur 630 fehlen jetzt noch. Wer wurde hier jetzt gerade angegriffen? Irgendeiner von einem Drachen? Elend Segen! Ja, sieht fast danach aus. So, porten wir uns mal zum Elfenmonument rüber. Machen wir wieder etwas Aufklärungsarbeit, um zu sehen, ob die Dunkelelfen da unten überhaupt reagieren. Wie gesagt, auf 70 Elfeneinheiten kann ich noch bauen, aber auf 80, das wird dann wahrscheinlich zu viel des Guten sein. Oh, jetzt jagen sie alle, weil die Schweinchen wieder näher gekommen sind. Na guckt mal, hier oben gehen sie in alle Richtungen richtig weit. Hier unten wollen sie nirgends hin. So, da unten ist der Onyx-Schrein, der brennend. Ja. Warum auch immer der brennt. Okay, es gibt Spawner jetzt hier unten. Auch was? Gegner, die kommen. Tja, das ist halt so der Nachteil, wenn man eine Basis in einem Abgrund errichtet. Man kann reinklotzen.
Es sind sehr viele Truppen, ja. Es sind aber auf Sicht hinaus wenig Spawner. Ich sehe nämlich da einen und da zwei und das war's auch schon. So, und bald haben wir unsere Nahrung. Noch ein bisschen, bitte. So. Beweismagier, 5 Windschützinnen und dann war's das Ganze. Oh, da ist auch noch ein Spawner, okay. Das heißt, wir dringen ein in den Abyss, in den Abgrund. Machen erst den Spawner kaputt, gehen dann hier rüber, machen da den Onyx-Schrein kaputt und gehen da zu dem Spawner. Das, was hier ankommt, sollte von den Türmen mehr als abgehalten werden können. Ja. Guter Plan. So, doch die Windschützen. Naja, wie gesagt, jetzt sind wir, glaube ich, mit der Nahrung so an unseren Grenzen. Fischen können Elfen nicht. Da ist eh nicht viel Fisch drin in dem See. Zur Stelle. Schon unterwegs. Die Rune schon ruft. Unterwegs. Und das, was sie uns da so entgegenwerfen, ist ein Witz, ja. Ich weiß nicht mal, ob ich mir großartig über Verluste Sorgen machen muss. Ich habe ja eine richtig starke Armee. Vor allem gegen Feuer. Das war auch einer der Gründe, warum ich die Elfen genommen habe, statt die Orks. Mit Brandern wäre ich da nämlich nicht weit gekommen. Mit Totems vielleicht, aber nicht mit Brandern. Wäre zwar mal wieder cool gewesen, so eine Armee aus Veteranen und Totems zu haben. Aber man nimmt lieber das, was vernünftiger ist, würde ich sagen. Befehlt! Ich höre. Elends Segen! Mein Bogen für die Rune! Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Okay. Befehlt. Was soll ich tun?
Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt dann in den Schlund wagen, speichern wir erst nochmal vorher. So. Und machen einen Cut. Also, bis gleich.